Herzlich willkommen auf Aida Kara. Wir freuen uns riesig auf die Weltreise. Ich bin sehr nah am Wasser gebaut, vor lauter Freude. Willkommen on board. Wir freuen uns wahnsinnig. Das ist schon aufregend. Ist ja nicht was man jeden Tag macht. Also man merkt eine sehr große, freudige Anspannung und glaube ich, dass alle hingefiebert haben auf diese Reise. Und jetzt freuen sie sich darauf, dass es jetzt endlich losgeht. Das ist sehr, sehr spannend und aufregend. Darauf freue ich mich besonders, auf die vielen Eindrücke. 2, 1, willkommen zur Weltreise von AIDA! Der Moment, in diesem Moment, wo wir eben dieses Band durchschneiden durften mit den allerersten Gästen für die AIDA-Weltreise, das war unglaublich. Man fiel auch so ein bisschen die ganze Last und diese ganze Aufregung erstmal von den Schultern ab, weil wir es jetzt endlich geschafft haben, nach so viel Vorbereitungszeit und alles, was wir uns überlegt haben, war wunderschön. Und wir haben alle Gänsehaut pur und es ist wirklich spannend und wir freuen uns alle darauf. Und besonders sind wir in guter Stimmung, weil wir von unseren ganzen Freunden hier würdevoll verabschiedet worden. Ja. Wir sind einfach nur gespannt, was passiert. Ja. Wir sind aus Hamburg, wir wohnen hier und wir fanden das großartig, dass man hier einsteigen kann, einmal in die Welt fährt und hier wieder aussteigen kann. Das hat uns schon sehr stark beeindruckt und nicht zu fliegen ist toll. Ja, wir fliegen nicht so gerne. Und das ist, glaube ich, das Schöne auf dieser Weltreise. Man hat Zeit. Man hat Zeit anzukommen, sich wirklich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen. Jawohl, jetzt geht's los. Wir sind auf Weltreise, um dann auch wirklich mal loszulassen und wirklich voll zu entspannen und das Ganze auch wirklich zu genießen. Das ist eigentlich das Schöne, dass wir die Zeit hier als Familie nutzen können, wa? Und genießen können. Das ist es eigentlich. Und darauf freuen wir uns, die gemeinsame Zeit mit den Zwergen und natürlich auch mit den Großeltern. Ja. Aber sonst, was haben wir alles eingepackt? Ja, weiß ich denn nicht, losgepackt. Ja, genau, ich wusste. Wir wollen ja auch vielleicht was einkaufen unterwegs. Ein bisschen Platz müssen wir noch lassen. Ich weiß nicht, 14 Tage gepackt oder länger. Und wir haben ja auch Weihnachten auf dem Schiff, ja, das ist ja das Nächste. Der Weihnachtsmann soll ja auch was bringen. Ja, es war ordentlich viel Vorbereitung. Mit den Kindern, auch mit den Schulen, aber hat gut geklappt. Warum freust du dich? Auf Rio. Ich auf Australien, ja. Und ich auf die Insel von der Bounty. Wir erwarten, dass wir in Kap Horn ordentlich durchgeschaukelt werden. Für das machen wir auch die Reise. Auf die Insel. Auf die Südsee. Also da diese Insel, diese kleinen, wo man immer so schon so viel von gehört hat. So der Abschnitt, wenn wir dann so zu den Osterinseln fahren, dann in die, zu den pazifischen Inseln, das wird einmalig sein. Da war ich auch noch nie und da freue ich mich persönlich auch sehr drauf. Wir gehen natürlich immer mit auf Ausflüge und es gibt viele, viele spannende Sachen, die wir dann sehen werden und worauf wir uns jetzt auch schon freuen, wie zum Beispiel Rio de Janeiro, wo wir dann auf den Zuckerhut gehen können. Und für Neuseeland und Australien haben wir eine ganz große großen Ausflug geplant, 5 Tage. Freut ihr euch? Das werden wir nie in dieser Form wieder machen. Das ist was Einmaliges. Thank you.